Hallo Freunde, Sky YouTube Sports, willkommen hier auf Kanada zum Training. Jawohl, ja, da ja auch mit dabei der Camilo, der Beherzte. Moin. Ja, da Monaco für uns ja bombastisch lief, ne? Gucken wir natürlich, dass wir jetzt auf der schönen Kanada-Strecke doch da jetzt wieder vielleicht so was gut gemacht kriegen. Lief echt bombastisch, ja. Bombe stimmt, aber der Rest. Man könnte echt mal meinen, einfach mal Hust, Hust, Henkel an die Strecke Monaco und wegschmeißen. Tja, nicht nur die Strecke. Auch an so manche Mitfahrer. So, gucken wir doch mal. Oh, es regnet. Ja, Mollingen. Regen im Training. Qualifying erst kein Regen, aber später. Und Rennen ist trocken. Oh, da haben wir diesmal Glück, weil letzte Saison war Regen im Rennen. Ja, doof. Das im Training auch nicht, weil jetzt ist egal. Lieber das Training als alles andere. Ja. Und ich wollte gerade ein paar geile Einstellungen probieren, aber wo ich mir dann gerade denke, ich glaube, dann lasse ich es lieber. Oha. Ach, weißt du noch, in der ersten Saison haben wir ja auf der Strecke Regen gehabt beim Rennen. Ja, wie eben gesagt, da hat es ja geregnet im Rennen, naja. Das war echt mal scheiße, da konntest du nicht richtig präsen, perzen, prätzen. Brutzel, bratzen. Ah jo, läuft schon, passt schon. Zurücklehnen und Strecke genießen. Aber so wenig wie das regnet. Man sei froh, dass wir mit Grünen unterwegs sind. Die Blauen, das wäre ja wieder noch was ganz anderes. Oh, ist nur ein bisschen feucht, die Strecke geht noch. Oh, hier hat man wenigstens Platz und so. Ja, diese Strecke macht auf jeden Fall mal Laune. Da freut man sich gleich wieder auf das Rennen. Ja, das sehen wir dann noch. Ja, bis jetzt sind da alle drinnen. Naja. Ja, es kann ja bis jetzt auch noch keiner rausliegen. Das meinte ich auch so jetzt gar nicht, sondern wir sind die Einzigen, die auf der Strecke sind. Ach so. Feuchte Strecke, blöde Strecke. War froh, dass dort die Strecke feucht ist. Ja, wenn es nass wäre, wäre jetzt auch nicht unbedingt schlimmer, aber dann hätte man wenigstens. Bremst doch! Ich glaube, mit den Einstellungen fahre ich gut, die ich jetzt habe. Mal gucken, ob nicht funktionieren die im Trocknen auch so gut. Hey, da sind zwei raus. Bremst! Alter, bis die Reifen mal Haftung kriegen und der mal beschleunigt. Thank you.
Ja, und Kürze sollst du ja trocken sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Strecke ist natürlich wieder für Höchstgeschwindigkeiten echt gut ausgelegt, ey. Ja. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ah, fast. Verdammt. So close. Boxenstopp. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geht. Ein Fehler gemacht und schon mal die Zeit wieder von Horst. Fünfzehntel, ey, das ist ja gar nichts. Lassen wir uns mal reinschieben. Ich fahre jetzt nicht nochmal, das reicht mir bei dem Regen. Es hat schon eine gute Zeit. Das passt. Bis die mal fertig sind, hast du die Strecke einmal komplett gefahren hier, ey. Das Menü, das könnten sie echt mal so machen, dass ich jetzt schon im Monitor gucken kann und ich warte, bis die endlich mal die Reifen am Heizmatten angesteckt haben und so weiter. Mann, Mann, Mann. Lahmarschiges Pack, ey. Oh, 1,25, 213. Nicht schlecht, Camilo, nicht schlecht. Naja, wie gesagt, 15. mehr war da nicht. Aber Strecke ist frei. Guck an. La la la. Ja, er sagt mir, wir haben nur noch Benzin für eine Runde und dabei schieben sie mich gerade rein. Was ist das denn für eine Logik? Jeff. Schlimm. Nein, er ist Mark. Wenn Jeff sich vertut, heißt er Mark. Wenn Jeff was Gutes sagt, dann heißt er Jeff. Deal? Oh, jetzt fahren sie alle raus. 4 von 20, Strecke ist frei. 5, ja, oh mein Gott. Oh, da jetzt fahren sie bei mir alle vorbei. Oh, jetzt kommen sie. So, gucken wir doch mal eben schon auf die Zeiten. Ja, 5/10, mehr ist da nicht. Oh, im ersten Sektor habe ich viel verloren. Ja gut, okay. Aber dafür die anderen macht nichts. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt unsere Runden gefahren. Besser wird das Wetter sowieso nicht. Wird uns sowieso nichts bringen. Würde ich sagen, wir sehen uns beim Qualifying wieder. Macht's gut. Ciao mit V.